Hallo, ich heiße Lino Zellies und werde einen kurzen Einführungsvortrag zur Vollgeldreform halten. Ich bin zweiter Vorsitzender beim gemeinnützigen Verein Monetative e.V., der sich eben in Deutschland für diese Reform einsetzt und habe mich daher sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ja, der Aufbau des Vortrages hat vier Bestandteile. Ich fange an mit dem Aufbau des heutigen Geldsystems, gehe dann ein auf den Aufbau des Vollgeldsystems. Und dann einen Vergleich der Probleme des heutigen Systems gegenübergestellt zu den Vorteilen des Vollgeldsystems. Und als letztes stelle ich noch kurz eben den Verein Monetative e.V. vor, der sich eben, wie gesagt, in Deutschland für diese Reform einsetzt. Bevor ich jetzt mit dem Technischen anfange, nochmal einen Schritt zurück. Warum nämlich das Ganze? Und ich glaube, das hier ist eine ganz schöne Darstellung, wie ein gesundes Wertesystem unserer Gesellschaft aussehe. Nämlich, dass die Gesellschaft sich letztendlich in den ökologischen Grenzen, den ökologischen Rahmenbedingungen der Umwelt bewegt, dass die Wirtschaft ein Subsystem der Gesellschaft ist und eben gesellschaftlichen Zielen dient und die Geld- und Finanzmärkte den wirtschaftlichen Zielen untergeordnet sind. Und ich denke, die meisten Menschen würden hiermit sehr einverstanden sein, dass es so aussehen sollte. Aber wenn man sich jetzt fragt, wie sieht es gegenwärtig aus, dann ist es nämlich nicht so, sondern eher genau umgekehrt, invertiert, nämlich so, dass die Geld- und Finanzmärkte eigentlich alles dominieren, die Wirtschaft eigentlich auch den gesellschaftlichen Zielen irgendwie übergeordnet ist, dass sich dann das Demokratie dann marktkonform sein muss und dass die Umwelt sowieso zu kurz kommt. Und die Geld-Finanzmärkte spielen eigentlich auch völlig verrückt. Da haben wir die Bankenlobby, Staatsverschuldung, Vermögenspreisblasen, Deflation, Eurokrise, Bankenrettung, Überschuldung und, und. Also dieser Sektor scheint extrem dominant zu sein und gleichzeitig unheimlich viele Probleme zu verursachen. Und die Frage ist, wie kann man das ändern? Und da stellt sich für mich die ganz zentrale Frage, um an den Wesenskern zu kommen, warum das System eben so ist, wie es ist. Das ist die Frage, wie entsteht Geld? Dazu ein kleines Zitat von John Kenneth Galbraith, einem berühmten Ökonom, der hat mal geschrieben, der Prozess, durch den Banken Geld schöpfen, ist so simpel, dass der menschliche Geist davon abgestoßen ist. Was es ganz gut trifft. So, wir kommen also jetzt zum Aufbau des heutigen Geldsystems. Und wie sich die meisten Menschen das System vorstellen ist folgendermaßen. Die Zentralbank steuert die Geldmenge alleine, das heißt allein die staatliche Zentralbank darf Geld schöpfen. Banken sind Intermediäre bzw. eben Mittelsmänner, die Ersparnisse einsammeln von Bürgern, die zum Beispiel Geld sparen und eben weiterverleihen, zum Beispiel an Unternehmen, die irgendwelche Investitionen tätigen möchten. So, das ist, glaube ich, wenn man irgendwen auf der Straße fragt, wie das System funktioniert, das wäre die typische Antwort. Und in der Realität sieht das aber ganz anders aus. Das ist nämlich nicht zutreffend, das eben gezeigte Bild. Sondern in der Realität haben wir zwei getrennte Geldkreisläufe. Einen zwischen Zentralbank und Banken. Der funktioniert mit den sogenannten Zentralbankreserven. Das sind im Prinzip Guthaben, die die Banken bei der Zentralbank haben. Also die haben da auch ein Konto. Das, was wir als Bankleitzahl kennen, das ist die Kontonummer der Banken bei der Zentralbank. Und diese Zentralbankreserven können die auch jederzeit in Bargeld umtauschen, weil die Zentralbank kann einfach Bargeld drucken und ja. Und das entscheidende System, womit wir Bürger und die Unternehmen zu tun haben, sind aber eben nicht die Zentralbankreserven, denn dazu haben wir absolut keinen Zugang. Sondern da dreht sich alles um Giralgeld, also eben die Konten, die wir bei den Banken haben. Und dieses Giralgeld entsteht durch die Kreditvergabe der Banken und eben nicht durch die Zentralbank. Und diese Systeme sind klar voneinander getrennt und die Zentralbank kann auch kein Giralgeld schöpfen. Die Zentralbank kann nur Zentralbankreserven schaffen. Und das ist auch mit die Ursache jetzt in der Finanzkrise, wo eben eigentlich zu wenig Giralgeld da ist und der Wirtschaft eben ist ein Geld fehlt, was man dann einnehmen kann. Und gegenwärtig versucht die Zentralbank, Geld zu schaffen, kann es aber nur so indirekt und greift deshalb auf diese vielen verschiedenen unkonventionellen Maßnahmen zu, wie das Quantitative Easing, oder jetzt kauft sie mittlerweile sogar Unternehmensanleihen, weil sie das eben nur so indirekt kann.
Aber diese Maßnahmen sind eben oft nicht effektiv oder haben viele Nebenwirkungen, die eigentlich nicht so toll sind. Und das ist auch ein großes Problem des gegenwärtigen Systems. Auch nochmal ein Zitat zu dieser Kreditschöpfung der Banken von der Deutschen Bundesbank, also der Deutschen Zentralbank. Und die schreibt auch auf ihrer Website: Tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine Bank stets zusätzliches Buchgeld geschaffen. Die weit verbreitete Vorstellung, dass eine Bank auch altes, schon früher geschöpftes Buchgeld, zum Beispiel Spareinlagen, weiterreichen könne, wodurch die volkswirtschaftliche Geldmenge nicht erhöht wird, trifft nicht zu. Also in anderen Worten, Banken finanzieren sich nicht durch Sparanleihen und verleihen die weiter, sondern sie schaffen immer neues Geld, wenn sie Kredite vergeben. Oder das gleiche auch nochmal von der Bank of England, lese ich jetzt mal nicht vor. Das ist die britische Zentralbank. Ja, umgekehrt, was passiert, wenn jetzt Kredite zurückgezahlt werden? Dann verschwindet Geld auch wieder. Die Geldmenge reduziert sich. Und das zeigt auch diesen Zusammenhang unseres Geldsystems und der Geldmenge mit Schulden. Das Geld und Schulden sind quasi zwei Seiten einer Medaille. Und wenn wir alle Schulden zurückzahlen würden, dann würde die Geldmenge auch drastisch abnehmen. Und es fehlt einfach an Geld. Dadurch sind wir systemisch gezwungen, dass irgendwer Schulden hat, wie so ein schwarzer Peter, den halt irgendwer tragen muss. Und aus dieser Sicht wird es auch noch mal ganz anders, das Thema Staatsschulden. Sollte der Staat seine Schulden reduzieren? Also einerseits ja, weil sie problematisch sind, aber andererseits brauchen wir ja systemisch irgendwen, der die Schulden übernimmt im gegenwärtigen System. Und gerade in der Krise, wenn das keiner will, muss das dann vielleicht der Staat machen. Aber irgendwie ist es ja auch verrückt, weil der Staat sich dann eben verschuldet, Zinsen zahlen muss, andere Ausgaben reduzieren muss, jedenfalls so, wie es gegenwärtig systemisch gestrickt ist. Und das scheint ja schon ein bisschen verrückt. Hier nochmal die Geldarten. Also wie gesagt, das meiste Geld, was man so verwendet, ist eben das Giralgeld oder auch Buchgeld, das sind Synonyme. Das Geld nämlich, was man auf dem Konto bei der Bank hat und einfach elektronisch überweisen kann, macht 86% der Geldmenge im Eurosystem aus. Ist, jedes Jahr wird das auch im Prinzip ein bisschen mehr und das Bargeld wird verdrängt. Das Bargeld besteht eben überwiegend aus Papiergeld, 13,7% und noch ein kleines bisschen Münzgeld. Aber wie gesagt, macht eben nicht mehr viel aus. Und interessant ist, dass diese drei Geldarten völlig unterschiedlich entstehen, aufgrund eben historischer Entwicklung. Beim Münzgeld ist es so, dass es durch eine staatliche Münzprägeanstalt geprägt wird. Also die kauft sich Metalle, prägt das Geld und hat dann auch Staatseinnahmen dadurch, weil nämlich zum Beispiel bei einer Euro-Münze die Metallkosten und dann die Kosten für Prägung geringer sind als dann vielleicht der eine Euro. Und diese Differenz zwischen Kosten und Nominalwert ist dann eine Einnahme für den Staat. Der Staat kann das Geld einfach dann ausgeben. Da redet man auch von der originären Seigniorage. Also Seigniorage heißt Geldschöpfungsgewinn. Und in der Antike, als es quasi nur Münzgeld gab, war das für den Staatshaushalt durchaus ziemlich beträchtlich, was dann Einnahmen reinkamen. Das Papiergeld wird aber nicht so direkt vom Staat gemacht, sondern wird im Auftrag der Zentralbank gedruckt und dann von der Zentralbank an Geschäftsbanken verliehen gegen Zinsen. Und dann gibt es natürlich jedes Jahr einen Zinsgewinn und der fließt dann an die Zentralbank als sogenannte Zinsseigniorage. Die Zentralbank ist aber erstmal vom Staatshaushalt abgekoppelt und hat ihre eigene Bilanz und hat dann natürlich auch diverse Ausgaben und Einnahmen und so. Und wenn es dann einen Überschuss gibt bei der Zentralbank am Jahresende, dann fließt dieser Überschuss an den Staatshaushalt und dann hat auch die öffentliche Hand und die Öffentlichkeit etwas davon. Ja, und beim Giral- und Buchgeld, wie schon eben gesagt, hat der Staat eigentlich nichts mit zu tun oder die Zentralbank, sondern das schöpfen einfach Geschäftsbanken per elektronischer Buchung. Und es gibt keinen Gewinn davon für den Staat. Wo fließt denn jetzt das Geld hin, wenn Banken Kredit vergeben? Und da hat mal unsere britische Schwesterorganisation sich das genau angeschaut und kam zum Ergebnis, ungefähr 40% der Kreditvergabe der Banken fließt in den Immobiliensektor, was eigentlich nicht wirklich produktiv ist, weil oft werden da keine neuen Häuser gebaut, sondern nur die alten an wen anders verkauft. Und wenn einfach mehr Geld in einem bestehenden Sektor ist, dann steigen im Prinzip einfach die Preise.
Und genau das beobachten wir ja auch. Vor allem vor der Finanzkrise war das ja mit die Kernursache, dass es eskaliert ist. Und jetzt geht es ja auch schon wieder los. In Berlin, London, Paris, überall steigen die Preise und die Mieten, was im Grunde zu Lasten der normalen arbeitenden Bevölkerung geht. 37% geht in Finanzmarktspekulationen, eigentlich auch völlig unproduktiv. Da werden dann Derivate gehandelt, irgendwelche komischen Konstrukte aufgesetzt, und da wild spekuliert. Auch nicht gesellschaftlich wünschenswert, würde ich sagen, überwiegend. Nur 13% fließen letztendlich wirklich in die Realwirtschaft für Investitionen und Innovationen. Und ein kleiner Rest, das ist, konnte nicht genau bestimmt werden, wie man das jetzt zuteilt, 10%. Also der Großteil dieser Bankenkreditvergabe ist nicht wirklich realwirtschaftlich produktiv, sondern fließt eben in andere Sektoren. Ja, wie ist jetzt im Vergleich das Vollgeldsystem? Also wie sich am Anfang, wie ich gezeigt hatte, wie sich die meisten Menschen das Geldsystem vorstellen, im Prinzip ist das das Vollgeldsystem. Nämlich so, Vollgeld wird nur durch eine Zentralbank schuldfrei geschöpft. Also allein eine staatliche Zentralbank kann Geld schöpfen, bringt dieses schuldfrei in Umlauf, nämlich primär über Staatsausgaben und Banken werden zu reinen Intermediären, Mittelsmännern, die eben Ersparnisse einsammeln und dann weiterverleihen. Und Vollgeld, im Prinzip Bargeld ist schon Vollgeld und nur eben das Giralgeld der Banken soll eben auch zu staatlichem Geld werden, zu digitalem Bargeld gewissermaßen. Und die Zentralbank soll auch noch institutionell neu aufgestellt werden, nämlich zu einer vierten staatlichen Gewalt als sogenannte Monetative, nämlich dann deren Legislative, Exekutive, Judikative, Monetative. Und das bedeutet, dass sie nochmal neu aufgestellt wird im Sinne von rechenschaftspflichtiger gegenüber gegenüber Parlamenten, transparenter und einen klaren gesetzlichen Auftrag hat. Weil das eben gegenwärtig bei der EZB auch eher vieles zu intransparent ist und ja, nicht so richtig gut läuft. Wie genau funktioniert die Geldschöpfung? Da gibt es verschiedene Wege. Einer wäre, dass neu geschöpftes Geld einfach an den Staat geschenkt wird. Also die Zentralbank stellt fest, wir brauchen 100 Milliarden mehr Euros, einfach weil die Wirtschaft gewachsen ist und damit das dann passt und die Preise stabil bleiben, brauchen wir irgendwie so und so viel mehr Geld. Und überträgt das an den Staat. Und der kann es einfach ausgeben. Schuld- und zinsfrei und kommt damit dann öffentlichen Ausgaben, öffentlichen Interessen zugute. Wenn der Staat eben zum Beispiel Schulen oder Straßen baut oder eine ökologische Reform einleitet. Eine andere Möglichkeit wäre eine Bürgerdividende. Also jeder Bürger bekommt 100 Euro auf die Hand und gibt es aus, schuldfrei. Oder es werden Kredite an private Banken vergeben und die können es weiterverleihen. Vollgeld heißt nicht per se, dass jetzt genau einer dieser Wege gegangen werden muss. Das kann auch eine Mischung dieser verschiedenen Wege sein. Wir sind da noch sehr viel am Diskutieren, was jetzt der optimale Weg ist, tendieren aber dazu, dass primär neues Geld über Schenkung an den Staat geschöpft werden sollte, gekoppelt mit fürs Feintuning sozusagen kurzfristige Kredite an Banken, die Geldmenge so ein bisschen noch fein zu regulieren. Oder wenn eine Kreditklemme da sein sollte, zu wenig Ersparnisse den Banken zur Verfügung stehen und die Wirtschaft aber irgendwie mehr Geld braucht, dass da die Zentralbank dann auch ein bisschen nachhelfen kann. Ja, als Bürger hat man dann erstmalig die Möglichkeit, Geld elektronisch sicher zu parken. Also wie digitales Bargeld auf dem Konto einfach zu parken. So wie wenn man 50 Euro im Portemonnaie hat, die einem einfach selber gehören. Das heißt, dieses Vollgeld ist dann gesetzliches Zahlungsmittel. Das Giralgeld gegenwärtig ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist eigentlich von Gesetzen her gar nicht so richtig reguliert, taucht da kaum auf, weil es mehr so passiert ist. Dieses Vollgeld ist täglich verfügbar, kann also wie auf dem Girokonto jederzeit an irgendwen überwiesen werden. Erfährt natürlich keine Verzinsung, so wie Bargeld und Portemonnaie ja auch keine Verzinsung erfährt und ist völlig sicher vor Bankpleiten und eben nicht Teil von Bankbilanzen. Also im Prinzip wie wenn wir Bürger ein Konto bei der Zentralbank hätten, mit Zentralbankreserven. So ähnlich wäre dann so ein Vollgeldkonto. Andererseits soll es natürlich weiter Banken geben, die Ersparnisse einsammeln und dann eben ein Unternehmen zum Beispiel als Kredite weitervergeben.
Und dafür kann man dann eben auch ein Sparkonto haben, wo man sein Geld eben dann der Bank anvertraut. Das ist dann natürlich auch kein Geld, das ist dann einfach ein Ersparnis und Kredit. Und so wie wenn ich 50 Euro wem anders gebe, hat dann jemand anders diese 50 Euro, ohne dass die Geldmenge sich verändert. Dieses Geld sollte langfristig angelegt sein, steht der Bank dann wie gesagt zur Kreditvergabe zur Verfügung, erfährt Verzinsung und wenn die Bank pleite geht oder irgendwie Missmanagement macht, sich verspekuliert, dann trägt man auch die Verluste. So wie wenn man jetzt Aktien kauft und die abschmieren, dann trägt man auch die Verluste. Aber da ist dann die Einheit von Verzinsung, also potenziellem Gewinn und Risiko. Und im Gegensatz zum jetzigen Geldsystem, da fehlt quasi diese Möglichkeit, ein Vollgeldkonto zu haben. Ob man will oder nicht, man braucht als Bürger ein Girokonto, einfach weil man oft ja auch manche Sachen gar nicht mehr bar zahlen kann. Man stellt sich vor, man kommt an und will die Miete bar zahlen. Man braucht ein Girokonto und ist damit abhängig von den Banken und trägt damit eigentlich auch die Verluste der Banken. Ja, jetzt kommen wir weiter zu den Problemen und den Vorteilen des Vollgeldsystems. Also erstmal, wie vielleicht schon gesehen, das jetzige Geldsystem ist hochkomplex. Wir haben diese zwei verschiedenen Geldkreisläufe, unterschiedliche Geldarten, die institutionell unterschiedlich gehandhabt werden und kaum einer versteht, wie es wirklich funktioniert. Im Gegensatz dazu ist Vollgeld sehr viel intuitiver, transparenter und einfacher und kann damit sicherlich auch besser gehandhabt werden. Dann im jetzigen Geldsystem ist es so, dass bei Bankpleiten im Prinzip das Giralgeld, die Guthaben, die man bei einer Bank hat, gefährdet sind. Also wenn die Banken nicht gerettet worden wären, wäre dieses Geld im Prinzip verschwunden. Und vor allem ist auch der Zahlungsverkehr bedroht. So, man stelle sich vor, die Deutsche Bank würde pleite gehen und nicht gerettet werden. Dann müssten eigentlich alle Zahlungsströme und Guthaben eingefroren werden, bis eben ausgerechnet ist, wie viele Werte da jetzt noch drinstecken und wie viele alle Gläubiger bekommen. Und jetzt stelle man sich vor, in Deutschland wären all diese Zahlungsströme und Guthaben eingefroren worden. Und alle Geschäfte, die deren Zahlungssystem verwenden, können keine Geschäfte mehr tätigen. Man kann nicht mehr einkaufen gehen. Oder jetzt ist das vielleicht nicht nur bei der, oder man stelle sich vor, das wäre nicht nur bei der Deutschen Bank, sondern bei einer Handvoll von Banken. Die ganze Wirtschaft würde lahmliegen. Und da haben die Banken natürlich ein riesiges Erpressungspotenzial gegenüber der Politik, die natürlich zu Recht vermeiden will, dass die ganze Wirtschaft auf einmal zusammenbricht und lahmliegt. Und daher hat sich diese Notwendigkeit staatlich Rettungsaktionen ergeben der letzten Jahre. Was natürlich ein Irrsinn ist, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien, aber systemisch im Krisenfall doch wieder Sinn macht, weil es das kleinere Übel ist, als wenn eben die Wirtschaft lahmgelegt ist. Und wir haben diese Gefahr von Bankruns. Wenn nämlich alle Bürger ihre Guthaben in Bargeld umtauschen wollen, dann geht das nicht, weil die Banken durchschnittlich so 3, 4, 5% der Giralgeldguthaben, die sie versprechen, in Bargeld umtauschen können. Das heißt, wenn alle das machen, ihr Bargeld und ihr Guthaben abheben wollen, dann brechen die Banken auch zusammen. Und im Vollgeldsystem ist das sehr viel anders, ist das sehr anders. Also die Vollgeldkonten sind völlig sicher vor Bankpleiten, der Zahlungsverkehr ist völlig sicher, weil es eben unabhängig von Bankbilanzen ist. Da gibt es auch keine Gefahr von Bankruns und keine Notwendigkeit staatlicher Rettungsaktionen. Natürlich kann es immer noch politischen Druck geben, aber das ist eine ganz andere Rahmenbedingung. Und wer sein Geld eben der Bank als Sparkonto anvertraut, der kann dann auch Risiko tragen. Aber das ändert nichts an der Geldmenge und bedroht eben auch nicht den Zahlungsverkehr. So wie wenn jetzt Aktien abschmieren, wie das auch nicht den Zahlungsverkehr bedroht. Ja, dann zur Geldschöpfung. Auf der Achse sind jetzt quasi verschiedene Möglichkeiten abgebildet, wie Geld geschöpft werden kann. Also sehr inflexibel. Das heißt, es wird gar keine Geldmenge erhöht, gar kein Geld geschöpft oder nur so ein kleines bisschen oder nach einer festen Regel oder sehr flexibel. Das heißt, jeder, der einen Kredit haben möchte, kriegt Geld und die Geldmenge ist total dynamisch, steigt sehr flexibel an. Jetzt eine Fangfrage: Wo ist das jetzige Geldsystem heute? Ist das flexibel oder inflexibel? Und da kann man sagen, naja, in einer Depression, so wie jetzt nach der Finanzkrise, ist es inflexibel und eigentlich fehlt es eher an Geld. Da wäre eigentlich schön, wenn mehr Geld da wäre und geschöpft werden würde. Aber im Boom, wie vor der Finanzkrise, ist es viel zu flexibel, weil fast jeder, der einen Kredit haben will, einen bekommt und damit eben Krisen und
Kreditblasen die Folge sind. Das Optimum hingegen ist vielleicht eher irgendwie in der Mitte, aber wird vom jetzigen System in der Regel nicht erreicht. Und das liegt eben daran, dass, wie gesagt, das meiste Geld von gewinnmaximierenden privaten Banken erzeugt wird, die nicht das Ziel haben, eine gesellschaftlich stabile, optimale Geldmenge zu erzeugen, sondern eben dann Geld erzeugen, wenn es für sie Gewinn macht. Und das ist eben im Boom, ist das der Fall, dann sind alle kreditwürdig und in der Depression, ist keiner kreditwürdig. Zugleich hat gegenwärtig die Zentralbank eine mangelhafte Kontrolle über die Geldmenge und die Folge ist dann eine prozyklische Geldschöpfung. Das heißt, im Boom, wie gesagt, sind alle kreditwürdig. Der Boom wird nochmal verstärkt, weil gewissermaßen Öl ins Feuer gegossen wird. Und in der Depression wird auch diese schwierige Phase verstärkt, weil eben jetzt nochmal die Geldschöpfung vermindert wird, noch weniger Kredite vergeben werden, die Geldmenge sinkt, die Akteure sogar Schulden zurückzahlen wollen und dadurch auch die Geldmenge sinkt und sich das Ganze, die Dynamik verstärkt. Im Vollgeldsystem hingegen schöpft, wie gesagt, alleine eine staatliche, demokratisch legitimierte Gewalt, die monetative das Geld, kann das Ziel haben, diese optimale Geldmenge zu erzeugen und eben auch gegensteuern. Das heißt, sie hat eine effektivere Geldkontrolle und so eine antizyklische Geldschöpfung ist möglich. Also im Boom kann die Geldschöpfung zurückgefahren werden und in der Depression hochgefahren werden, dass dann dem Staat zum Beispiel einfach sehr viel Geld übertragen wird, damit er Konjunkturprogramme tätigt und ja, das eben ausgleicht, dass jetzt in der Wirtschaft weniger Aktivität stattfindet. Der Geldschöpfungsgewinn fließt gegenwärtig dem Staat nur auf das Bargeld zu. Wir haben Macht und Privilegien für die Banken in ganz massiver Weise, das ist ja völlig offensichtlich. Und wir haben das Problem der allgemeinen Überschuldung und auch hoher Zinskosten für die Öffentlichkeit. Im Vollgeldsystem hingegen fließt der staatliche Geldschöpfungsgewinn auf die gesamte Geldmenge im Staat zu. Banken werden zu reinen Mittelsmännern, zu Finanzintermediären und verlieren damit große Macht und eben die gegenwärtigen Privilegien, die ihnen zukommen, auch vor allem durch die Bankenrettung. Und es ist bei Umstellung des Systems auch eine hohe Schuldentilgung möglich. Das ist ein relativ komplizierter Punkt. Das ist quasi dadurch, dass man ein Schuldgeldsystem ersetzt durch ein Nicht-Schuldgeldsystem und damit diesen alten Schuldenstand rückbauen kann. Ist ein bisschen komplexer, werde ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber die Folge ist tatsächlich, dass man, wenn man auf ein Vollgeldsystem umstellt, je nach Land ungefähr 2 Drittel der Staatsverschuldung einfach abbauen kann. Was natürlich ein Riesenvorteil ist dieser Staatsschuldenproblematik. Dann, wie jetzt eben damit zusammenhängt, hängt ja gegenwärtig Geld und Kredit zusammen, Geld und Schuld. Und das erzeugt auch eine gewisse Wachstumszwangdynamik oder mindestens einen Wachstumsdrang, dadurch, dass diese Kredite ja verzinst werden sollen. Und die Frage auch ist, wo kommen die Zinsen her, wenn das Geld erstmal nur als Kredit geschaffen wird und nicht als Kredit plus Zins? Und auch, was passiert, wenn Leute Geld horten und damit dem Wirtschaftskreislauf entziehen, aber hier die Schulden genauso groß sind wie die gesamte Geldmenge. Und dadurch haben wir eine Dynamik, die eigentlich dazu führt, dass die Geldmenge immer weiter steigen muss, damit Kredite überhaupt zurückgezahlt werden können. Und wenn die Wirtschaft nicht wächst und die Geld- und Kreditmenge nicht ansteigt, dann verfallen wir eben in eine Depression durch Insolvenzen und Krise. Auch ein recht komplexer Punkt. Da gibt es auch noch gute Texte, die das ausführen und besser erläutern. Vollgeldsystem sind Geld und Kredit voneinander unabhängig und dadurch ist auf jeden Fall auch dieser Wachstumszwang oder mindestens Drang deutlich vermindert. Noch ein paar Worte zur Kritik am Vollgeld und Risiken. Also erstmal gibt es viele Missverständnisse und Verwechslungen, die dann eigentlich keine richtige Kritik am Vollgeld darstellen, sondern eigentlich auf einen Strohmann schießen. Einmal wird vorgeworfen, Vollgeld wäre ein Goldstandard, was aber nicht stimmt. Vollgeld hat nichts mit einer Golddeckung zu tun. Dann gibt es die 100% Reserve, die geht auf Irving Fisher zurück, der nach der großen Depression das als einen Reformvorschlag gebracht hat. Und das Vollgeld ist quasi eine Weiterentwicklung dieser 100% Reserve, aber das ist nicht das Gleiche. Und einige Kritikpunkte an der 100% Reserve, die durchaus richtig sind, treffen beim Vollgeld eben nicht mehr zu.
Und Vollgeld ist auch keine Abschaffung oder Verstaatlichung von Banken, sondern Banken soll es weitergeben, eben als Mittelsmänner. Dann gibt es den Vorwurf, Vollgeld wäre zu radikal und politisch sowieso nicht durchsetzbar. Andere Reformen wären besser und ausreichend, wie irgendwie zum Beispiel höhere Eigenkapitalvorschriften. Kann man sicherlich so sehen, aber meiner Ansicht nach ist das gegenwärtige System so, ich möchte mal sagen, verrückt, dass wir radikale Reformen brauchen. Man muss sich ja nur die letzten Jahre angucken, was so vor sich geht, wie die Zusammenhänge sind. Und ich glaube, es reichen eben nicht mehr kleine Reförmchen und Nachbesserungen, sondern wir brauchen einen Systemwandel. Dann sind einige Punkte auch keine richtige Kritik am Vollgeld an sich, sondern an bestimmten Handhabungen und an möglichen Missmanagement oder Machtmissbrauch. Also, die dann dazu führen könnten, dass zu hohe oder zu niedrige Zinsen entstehen. Die einen sagen, das würde zu Deflation führen, die anderen sagen, es würde zu Hyperinflation führen oder es würde zu Kapitalflucht oder Kapitalschwemme. Da ist wirklich, die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich würde sagen, theoretisch wäre alles möglich, je nachdem, wie das Vollgeld eben gehandhabt wird. Die Frage ist, ob es Sinn macht, dass Vollgeld so schlecht gehandhabt wird oder ob systemisch nicht die Rahmenbedingungen viel logischer eben auf eine effektive Handhabung hinführen, als das im jetzigen System möglich ist. Und da ist natürlich auch der Punkt, dass die Frage ist, in welchem Land wird Vollgeld eingeführt? Und vielleicht wären manche Länder nicht dazu bereit, weil eben zu große Korruption da ist und den Machteliten wirklich nicht getraut werden kann und Missbrauch die Folge wäre. Aber in manchen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz oder auch England, denke ich, wäre es durchaus sehr vertretbar, dass so ein System gut funktionieren könnte und sinnvoll gehandhabt wird. Dann gibt es den Vorwurf, es würde zu Kreditknappheit führen. Oder es sei eine Wissensanmaßung bei der Monetative der Zentralbank, besser wäre eine dezentrale Geldschöpfung. Und es gibt auch eine ganze Reihe weiterer Punkte. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber auf unserer Homepage von der Monetative, monetative.de, haben wir unter dem Fragen-Antworten-Bereich die ganzen Kritikpunkte mal aufgelistet und dazu Stellung genommen. Darauf kann ich gerne verweisen. Ah ja, oder Banken werden unprofitabel. So, dann noch kurz abschließend was zu unserem Verein. Also der Verein Monetative e.V. ist gemeinnützig, wurde 2012 in Berlin gegründet. Wir haben aber Mitglieder deutschlandweit und zum Beispiel auch eine Lokalgruppe in Frankfurt. Gegenwärtig haben wir ungefähr 130 Mitglieder, werden aber jeden Monat mehr, machen regelmäßig Veranstaltungen wie Jahrestagungen, Vorträge, Seminare und so weiter. Und betreiben eben, wie schon gesagt, eine Homepage und ein Newsletter, wo wir regelmäßig eben über neue Entwicklungen zum Thema Geldreform und Finanzmarkt, Regulierung informieren. Den kann man auch auf unserer Homepage abonnieren. Unsere Ziele sind erstens allgemeine Aufklärungsarbeit über das Geldsystem, weil eben viele Menschen völlig falsche Vorstellungen haben, wie das Geldsystem funktioniert und wie die Zusammenhänge sind. Und da ist es sehr wichtig, überhaupt erstmal aufzuklären, wie es funktioniert. Und natürlich die Verbreitung der Vollgeldreform, für die wir uns einsetzen. Dann noch ein paar Erfolge international. Es gibt das sogenannte International Movement for Monetary Reform. Das ist die internationale Dachorganisation mit mittlerweile über 22 verbundenen Initiativen in den verschiedenen Ländern. Werden regelmäßig mehr. Also es gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen anderen Ländern. Die größte ist in Großbritannien, Positive Money, hatte ich ja schon erwähnt. Und die haben es schon geschafft, im Parlament eine Debatte anzuregen. Und die Grünen dort, die Green Party, hat die Vollgeldreform sogar schon in ihrem Parteiprogramm aufgenommen. Und sehr interessant wird es auch in der Schweiz, wo Anfang 2018 eine Volksabstimmung stattfinden wird. Also die wird definitiv kommen. Und damit könnte die Schweiz das erste Land der Welt werden, was mit der Vollgeldreform vorangeht und damit vielleicht auch den Weg bereitet für andere Länder. Und ja, das wird nochmal hochinteressant. Ja, dann komme ich zum Schluss. Hier nochmal die Grafik vom Anfang. Ich denke, hier sind wir. Und damit sich das Ganze umkehrt und wir hier hinkommen, kann Vollgeld, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen. Sicherlich sind auch noch andere Reformmaßnahmen notwendig, aber ich glaube, ohne Vollgeld wird es auf jeden Fall schwierig, die Geld- und Finanzmärkte zu zähmen. Das war's soweit. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Und hier habe ich noch ein paar Buchtipps und Literaturempfehlungen zusammengestellt.